So, da sind wir schon bei der letzten Aufgabe, nämlich Eliminierung mit Explosionswaffen. Und das wird mal wieder eine nervige Aufgabe, außer man hat Glück. Weil, wie ihr gesehen habt, warte, welches Video war das? Macht den Schaden von oben? Ja, macht den Schaden von oben. Da hatte ich nämlich das Glück und habe eine RPG gefunden und konnte so den Gegner schön von oben wegholen. Aber da war die Aufgabe noch nicht da. Ansonsten bräuchte ich nämlich nur noch einen Kill. Also ich persönlich würde empfehlen, holt halt, solange ihr die Aufgabe noch nicht gemacht habt, Granaten mit. Und guckt, dass ihr Bots findet, wenn ihr Solo spielt oder im Team. Lasst euch von euren Teammates dann alle Granaten geben und baut den ein und schmeißt einfach Granaten drauf. Ich glaube, das ist auf lange Sicht gesehen die schnellste Variante. Wir probieren es jetzt einmal mal in Gruppenkeile. Ob es funktioniert, kann ich natürlich nicht sagen, weil es ist natürlich auch nicht so einfach. Wenn, müsste ich schon eine RPG finden und das wird halt schwierig. Ihr wisst selber, man findet sie nicht immer. Und ich will euch halt nur gerade zeigen, wie ich das genau meine. So, dann natürlich wie immer, danke für alles. Ich sage ja, ich mache die Videos, ich gehe runter, habe 20 Kommentare. Also da geht auf jeden Fall mal ein großes Dankeschön an euch raus. Weil auch die Kommentare helfen mir weiter. Das zeigt mir, dass einige auch die Videos angucken. Was mir natürlich auch hilft, ihr wisst ja, es hängt nur noch an der Wiedergabezeit, damit wir YouTube-Partner werden und wir auch Geld verdienen können, was euch natürlich auch entgegenkommt, weil so kann ich euch auch mehr zurückgeben. Versteht sich von selber. Von daher, wenn ich dir schon öfters helfen konnte bei den Aufgaben, lasst mir doch einfach mal gerne ein Abo da und als Dankeschön verlose ich morgen schon den ersten Skin, weil mit der PESEF-Karte die meisten, also im Prinzip haben alle dagegen gestimmt. Ich habe ja gefragt, ob wir lieber PESEF-Karte verlosen sollen oder eben Skins. Und es kam raus, Skins. Deshalb machen wir das mit den PESEF-Karten nicht mehr. Das liegt nicht an mir, sondern halt an der Entscheidung von euch allen. So, und deshalb lasst halt gerne ein Abo da. Dann, wie gesagt, die Verlosung ist morgen Abend um zwischen 18 und 19 Uhr. Und ich bitte euch halt jetzt schon, fragt dann nicht, wenn ihr im Stream seid, tausendmal, ist jetzt Verlosung, ist jetzt Verlosung, ist jetzt Verlosung. Weil das führt nur dazu, dass man genervt ist. Und die anderen, die im Stream sind, natürlich auch. Es wird auf jeden Fall verlost, aber bleibt da ganz entspannt, würde ich mal sagen. So, Granaten finden wir hier natürlich gar keine. Wo sind diese blöde Kiste? Ach, da oben. Manchmal sind die aber auch so blöd versteckt. So, noch nicht eine Granate gefunden. Läuft bei mir. Also wie gesagt, ich würde es halt echt probieren, holt immer Granaten mit, um die Bots abzuwerfen. Dann, wenn ihr eine Bazooka findet, wartet, bis ihr einen klaren Treffer landen könnt. Also knallt da nicht direkt alles raus, was ihr habt, sondern halt ruhig kontrolliert. Wenn ihr dabei drauf geht, ist auch nicht schlimm, weil ihr müsst ja die Aufgabe irgendwann machen. Boah, es kann nicht sein, dass hier nicht eine Granate ist. Auch keine Granate. Gehen wir mal hoch. Granate. Keine Granate. Keine Granate. Ah, die Runde fängt schon bescheiden an, ey. Aber so haben wir eben mit dem Explosionsschaden auch angefangen und auf einmal hatten wir 9 Granaten, meine ich. Ah, Blue Life ist mal. Warte mal. Ah, eigentlich brauche ich den nicht. Ach Gott, die Zone wird ihn hier erreichen. Ich werde hier fertig looten. Dann werden wir eh sterben. Und ich hoffe halt einfach, dass wir wenigstens Granaten finden. Ach, ja, wunderbar. Aber hier ist ja wirklich nichts. Und schreibt mal bitte in die Kommentare, wie habt ihr die Aufgabe gemacht? Habt ihr sie auch mit Granaten gemacht oder hattet ihr Glück mit einer RPG?
Würde mich halt schon mal interessieren. Und natürlich die anderen auch. Ah, aber doch mal Zeit. Zack, haben wir wenigstens schon mal 3. Ja, hier geht's runter. Hier noch Granaten. Auch keiner. Hier waren wir schon. Gehen wir mal ins nächste Haus. Ach, hier hat er schon gelootet. Oder war ich das? Ich hoffe, wenn er gelootet hat, er hat wenigstens die Granaten überliegen lassen. Ach, nee, nee. Ja, die Aufgabe wird nicht einfach zu lösen sein, wie man schon sieht. Hier ist auch nichts. Ich meine, klar, ihr sammelt jede Menge EP auf der Suche, aber wirklich Spaß macht das Ganze hier natürlich nicht. Aber wir werden es natürlich trotzdem irgendwie probieren zu schaffen. Oh, jetzt kriege ich hier Blue Life ohne Ende, wenn ich es eigentlich gar nicht haben will, gerade in dem Moment. Da waren wir auch schon. Ist auch keiner. Und hier sind wir, glaube ich, gelandet, meine ich. Aber hier ist auch noch nicht gelootet. Doch, er war hier drin. Er lässt einfach so die EP liegen. Wie kann man sowas machen? So, die Kiste scheint oben zu sein. Gucken, ob wir sie noch kriegen. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen zäh, aber den Weg an sich habe ich euch ja schon erklärt. Wir hoffen halt jetzt nur, dass es auch irgendwie funktioniert. Und halt nehmt euch die Loot Drops mit, weil ihr wisst ja, am meisten ist da halt die RPG drin. Wenn die nicht sogar nur da drin ist. Wie gesagt, habe ich ja eben schon mal gesagt, ich bin mir nämlich da nicht sicher. Na, hier waren wir auch schon. Also hier ist, was Loot betrifft, Feierabend. Gleich hier noch in der Hütte. Ne, hier ist auch nichts mehr. So, mit 3 Granaten wird es ein bisschen schwierig. Das Problem ist, derjenige muss ja auch stehen bleiben. Also ich glaube echt am einfachsten wird es, wenn ihr entweder im Team spielt oder halt sogar im Solo-Modus, wenn da ein Bot rumläuft. Versuchen noch alle Kisten mitzuholen, die wir hier finden. Aber ich sage ja, es ist fast unmöglich, ein RPG zu finden zurzeit. Ich finde auch, die haben die Rate irgendwie zurückgeholt. Am Anfang von der Season gab es so viel RPG und jetzt komischerweise so gut wie gar nichts mehr. Kann auch sein, dass ich mir das jetzt nur einbilde wegen der Aufgabe, aber gefühlt ist hier deutlich weniger als früher. Hier ist, glaube ich, einer offline gegangen. Ja, Lootrop, oh, die sind natürlich auch am Arsch der Welt. Also wir müssen halt wirklich eine RPG finden, ansonsten braucht man hier die Aufgabe, glaube ich, gar nicht zu probieren, in meinen Augen. Was leckt das denn? Nur weil da jetzt ein Gegner drin ist, oder was? Oh, ich dachte, da steht schon einer. Oder ihr habt vielleicht sogar Glück und findet einen, der AFK ist. Das kann natürlich auch sein. Wieder nix. Also was Loot betrifft, einfach kein Glück. Hier geiert auch keiner rum. Oh ja, auf dem Baum. Super, du bist mein Held. Ja, bin stolz auf dich. Super. Ich werde dich in mein Nachtgebet reinnehmen. Vor allem das Schlimme ist, das Leben schon wieder nur noch 6. Ich probiere es jetzt einfach mal.
das war's hier wieder komplett. Also ihr müsst einfach eine RPG finden. Ich glaube, anders wird es einfach nicht funktionieren. Ist jetzt einfach mal so meine Meinung. Ja, er hat natürlich eine gefunden. Man kennt ihn. Ist auch wieder lustig. Ein Gegner nur da. Und der muss natürlich auf mich schießen. Dann schießt doch ganz runter. Da ist er. Ach Gott, meint es gut. Ja. Jetzt könnt ihr kommen. Jetzt habe ich meine 6 Schuss. Jetzt hoffe ich, dass ich 2 Gegner damit hole und ich bin der glücklichste Mensch. Muss halt auch nur einen finden. Da ist keiner, da ist keiner. Vor allem, wenn nur noch 6 Gegner da sind, ist die Nummer auch wieder nicht so einfach. Er wird natürlich auch direkt weggeholt. Ich will natürlich auch einen sicheren Kill machen. Ich will mir das halt hier nicht versauen jetzt. Gucken, da oben ein bisschen einmischen. Aber hier ist auch keiner, der AFK rumsteht. Das wäre natürlich jetzt ein Traum. Jetzt habe ich eine RPG und nur noch 6 Gegner. Das kann doch nicht sein, ey. Keiner, der irgendwo. Oh, das ist doch jetzt nicht hier euer Ernst. Klar, das heißt es eigentlich nur Geduld haben und hoffen. Ist auch da hinten. Buh. Ich sehe aber auch keinen einzigen. Das kann ja jetzt nicht wahr sein, oder? Ja, da fliegt einer, aber da brauchen wir gar nicht nachgucken. Der ist zu weit weg. Vor allem dieser Lex, ich verstehe es nicht. Na komm schon, irgendein Gegner, ey. Ich sag schon mal danke für dein Abo. Ja. So, da war schon mal der erste Kill. Ja, ist genug. Ihr habt ja PC. Ne, es ist nicht mehr PC. Ich habe gerade geguckt im OBS. Das ist eindeutig Fortnite. So, einen Kill haben wir jetzt. Es fehlt uns natürlich der zweite noch. Zack, da haben wir das Ding. So kann es halt gemacht werden. Ich weiß, es ist mega nervig, aber so kann man das Ganze knacken. So, Level 55 sind wir auch schon. Dann würde ich sagen, war es das an der Stelle. Ich hoffe, ich konnte dir irgendwie weiterhelfen. Wie gesagt, du musst halt eine RPG finden, ansonsten ist die Aufgabe fast nicht machbar. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, ein Schuss noch und viel Spaß noch mit den restlichen Aufgaben. Und haut rein.